Krebs, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für diese Woche steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Krebs. Dritten Deck, einen Bube der Kelche. Bube der Kelche, interessant. Interessant, Wasserelement. Also Wasserelement ist auch auf den Würfeln für dich. Sternzeichen Skorpion ist bei dir gerade sehr präsent auf der Legung. Also Sternzeichen Skorpion, die Nummer 3, einen Bube der Kelche. Also ich sehe hier schon eine kleinere Nachricht. Ja, eine kleinere Nachricht sieht man hier. Von einer liebe Person, zumindest die Person hier zeigt sich natürlich, ja, eine liebe Person, kann natürlich auch, wie gesagt, Fische, Sternzeichen Fische oder Krebs sein, wie du. Weil wir haben hier mit einem Wasserelement zu tun. Das ist jetzt eine liebe Kommunikation, eine liebe kleinere Nachricht und Krebs, für manche ist das hier ein Kind, ja? Also für manche werden hier über dein eigenes Kind, ja. Denn wie du siehst ja, es zeigt sich hier eine jüngere Energie. In manchen Fällen gar nichts, also in manchen Fällen redet es nur für diese Nachricht, die wir hier sehen, diese liebe Nachricht. Genau. Und sonst könnte es sogar einen Altersunterschied geben. Es kommt ziemlich drauf an. Also schau mal bitte jetzt hier, Krebs. Die Karte der Wagen und einen Puppe der Kelche. Also Sternzeichen Krebs, wie du, sehr, sehr präsent in dieser Lebung. Sternzeichen Krebs, du hast es aber gesehen, Sternzeichen Skorpion ist auf den Würfeln, es kann aber auch Fische sein. Nur interessant finde ich das, ja. Und nochmals, diese wichtige Kommunikation, ich sehe hier eine wichtige Kommunikation. Für eine Gruppe von Sternzeichen Krebs könnte ich hier sogar eine Reise sehen. Ja, also könnte sogar hier zu sehen sein. Ja, eine Reise, einen Umzug, so eine Situation. Krebs, das ist eine wichtige Energie hier mit der Karte der Wagen. Ja, also wir reden hier schon über eine wichtige Situation für dich. Vier der Münzen. Vierte Münzen. Eine Person in manchen Fällen, die nicht loslassen kann. Ja? Also schau mal bitte jetzt. Für dich sind diese Kombination gekommen. Also sechste Kelchen, zweite Münzen und neunte Stäbe. Es ist nur interessant, Krebs. Ja? Also ziemlich interessant, weil nochmals, ich sage dir, was ich sehe. Ich sehe hier tatsächlich Kinder. Ja? Also die Nummer 6 der Kirche und diese Puppe. Also ich sehe hier Kinder. Mir ist ja klar, dass alle Situationen verschieden sind. Und wir haben nicht alle das gleiche Leben. Ja? Aber ich bin mir sicher, dass für eine Gruppe für Sternzeichen Krebs, wir reden hier tatsächlich über Kinder. Sonst zeigt sich eine unreife Person hier. Die Energie zeigt sich unreif. Oder wie gesagt, wir reden über Altersunterschied. Diese Person kennst du schon eigentlich sehr lang, ja. Die Verbindung hier zu dieser Person ist sehr eng, ja. Einen sehr engen Verhältnis gibt es hier zu der Person. Ui, Entschuldigung. Es gibt schon hier einen engen Verhältnis. Also das heißt, weil diese Person dein Kind ist, dein Bruder, deine Schwester, es kann hier, ja, so eine Situation. Dein Cousin. Also die Familie ist hier zu spüren. Es gibt hier dieses Gefühl von der Familie. Und Krebs, es ist einfach, weißt du, was ich gerade denke? Es ist ziemlich interessant, weil diese Energie zeigt sich bei dir oft das. Ja? Von einer Person, deine Familie, die mit dir einen ziemlich engen Verhältnis hat, weil die Person deinen Bruder, deine Schwester,
dein Kind oder so eine Situation hier gibt, dieses Verhältnis ist eng zu dieser Person. Und diese Person kommt in deinem Leben immer wieder, wenn die Person Geld braucht. Sage ich dir ganz ehrlich. Diese Person hat gerade wieder mal kein Geld. Und ja, es gibt dieses Gefühl von, da du meinen Vater, meine Mutter, meine Schwester, mein Bruder bist, ich nutze diese Gelegenheit oder diesen Verhältnis, ich nutze es aus, um meine Ziele zu erreichen. So ungefähr, ich brauche jetzt wieder Geld, wieder mal Geld und ich komme zu dir wieder mal. Klar, mittlerweile ist das dir natürlich, ja, das macht dir nicht unbedingt viel Spaß mehr. Also ich merke, du hast es satt, du hast es von dieser Situation satt, du merkst, dass hier eine Ausnutzung gibt, dass irgendwie einen Zyklus sich ständig wiederholt, diese unendliche Geschichte hier gibt und du hast es natürlich mittlerweile satt. Ja. Denn tatsächlich, ich meine, so fühlt sich das hier aus, Krebs, ja? So fühlt sich das hier aus. An. Ja? Entschuldigung. Also, auf jeden Fall, du merkst ja, wie ich dir gesagt habe, Sternzeichen Krebs wie du, sehr, sehr präsent. Skorpion, Fische. Das muss ich dir schon sagen, weil es zeigt sich sehr, sehr. Ich habe hier natürlich Schütze. Also, ist nur interessant. Von diesem Deck kam für dich, betrachte das Gesamtbild. Betrachte das Gesamtbild. Und der Vollmond in Schütze. Also, Sternzeichen Schütze ist da. Ja, Sternzeichen Schütze. Und Sternzeichen Widder ist nämlich auch da. Und Wasserelement sehr präsent, ja. Unabhängig, du weißt ja, wir können alle Energien in uns haben. Von da aus lass dich durch die Sternzeichen nicht so beeinflussen, aber du weißt schon, in welcher Situation du dich befindest. Von da aus ist auch kein Problem. Aber nochmals, die unendliche Geschichte ist da. Ich rede über die unendliche Geschichte. Und glaube mir. Wow, qué fuerte. Wow. Was für eine Legung, sage ich dir, Krebs. Was für eine Legung. Was für eine Legung. Wie gesagt, in manchen Fällen, ich weiß nicht, wer die Person hier jetzt für dich ist. Ja, also, ist ja eine Situation, die sich wiederholt, ja. Das ist schau mal, hinter dem Deck die Karte, die Herrscherin. Die Herrscherin spricht für eine Mutter, eine liebe Person. Eigentlich eine Person, die selbstständig ist oder niemanden braucht. Das ist die Herrscherin, die Königin, alle anderen Königinnen. Ja? Ich weiß nicht, wer die Person jetzt hier für dich ist, aber hier hinter dem Deck zeigt sich die Herrscherin. Also, Krebs, das ist nicht mal normal. Schau mal bitte jetzt hier in der Mitte für dich die Karte der Stern. Diese Karte ist heute oft das auf dem Tisch. Wir reden über den Schicksal. Wir reden hier über eine klare Bestimmung. Kam bei Sternzeichen Stier, Sternzeichen Jungfrau bei dir und ich bin mir nicht sicher, ob bei noch einen anderen Sternzeichen, aber diese Karte gerade momentan erscheint oft das, ja. Sternzeichen Wassermann. Aber Krebs in der Mitte für deine Legung, eine der besten Karten im Tarot, diesen wichtigen großen Arkana, Nummer 17, in manchen Fällen. Ist diese Nummer für dich wichtig? Wir reden hier über Hoffnung. Wir reden über Wünsche. Wünsche, die in Erfüllung kommen. Krebs, in manchen Fällen hast du mit einer Person zu tun, die berühmt ist. Ich habe hier einen Star. Ja?
Eine Person, die berühmt ist, eine Person, ja, die bekannt ist. Ich meine, gerade habe ich ja die Herrscherin hier, die Herrscherin und die Karte der Sterne. Ich rede hier über eine Person, die sehr viel Erfolg auf der Arbeit zeigt. Sehr viel Fruchtbarkeit spüre ich hier, viel Reichhaltigkeit natürlich. Ja, es gibt hier so eine Situation. Hier könnte ich natürlich auch Kinder sehen. Also eine Person, die Kinder hat. Also Krebs, in der Mitte die Karte der Sterne. Und das ist eine starke Legung. Das kann ich dir schon von vornherein sagen. Unabhängig, was das hier für dich heißt. Unabhängig. Ich sehe hier gute Vorzeichen für dich. Gute Vorzeichen. Wenn ich dir ehrlich bin, egal in welchem Bereich in deinem Leben, ja, weil wie gesagt, wir bewegen uns alle in verschiedene Zeiten, aber die Energie ist, die die ist. Also von da aus, die spricht natürlich für dich, ja. Und das ist natürlich eine super Energie, was mit gute Vorzeichen zu tun hat. Ich sehe hier Internet, nämlich auch Krebs. Also Internet ist hier in deiner Legung sehr präsent. Kommunikation über Internet. Wenn wir jetzt hier über einen Wunschpartner reden, wir könnten, wie gesagt, sagen, dass du diese Person über Internet kennst, ja, in manchen Fällen noch nie gesehen hast. Ich sehe hier so eine Situation. Schau mal einen Stillstand und Kommunikation. Also Sternzeichen Fische. Wassermann, Waage, Stier, Jungfrau, Steinbock, Skorpion, Krebs, Schütze, Widder, Zwilling. Krebs, schau mal bitte jetzt hier. Wow. Also Ritter der Schwerter und die Karte der Sterne. Ich sehe diese Kommunikation, die ich dir jetzt die ganze Zeit darüber rede. Ich rede über eine schnelle Kommunikation über Internet. Ich sehe hier eine Person, der König der Münzen, eine Person, die wirklich sehr viel, ja, Erfolg auf der Arbeit zeigt, sehr viel Stabilität, egal ob Frau oder Mann. Also wir reden über eine Energie, ja, also wir können hier über eine Frau oder einen Mann reden, aber es zeigt sich hier sehr viel Stabilität. Egal ob emotionell oder finanziell, es zeigt sich schon hier diese Situation. Aber Krebs, ich sehe hier eine neue Situation in deinem Leben. Mit der Karte der Sterne rede ich über was Neues. Hier rede ich über was Neues und wiederum hier rede ich über eine Vergangenheit. Merkst du ja was, ja? Ich spüre, dass ein Zyklus, eine Situation wird auf dich zukommen, eine Situation, die du natürlich schon kennst von deiner Vergangenheit. Aber was ich auch spüre, ist, dass du in eine neue Situation bist. Die Karte der Sterne für mich spricht für was Neues. Und auch eine Reinigung in deiner Energie. Ich sehe hier diese Reinigung. Eine Heilung, eine Reinigung. Ja? Von da aus, was ich halt denke, ja, die Vergangenheit ist bei dir noch natürlich noch da. Diese unendliche Geschichte zeigt sich hier bei dir. Ja, natürlich. Aber in Wirklichkeit, Krebs, du bist schon in dieser Reinigung. Also du bist schon in einer Heilung drin. Ja, für dich, es gibt hier eine Bestimmung. Es gibt hier eine Bestimmung. Und ich denke nicht, dass das hier mit irgendeiner Vergangenheit zu tun hat. Nein. Ich denke nicht. Ja, ich denke nicht, dass diese Person, egal wer die Person jetzt ist, diesen Zyklus sich wiederholen möchte, das mag sein. Aber du hast schon Licht. Du weißt schon, was du möchtest. Du hast Klarheit. Ja? Es gibt hier eine Dualität. Ich sehe zwei Situationen.
Das muss ich dir schon sagen. Und die Energie ist langsam. Das muss ich dir aber auch sagen. Die Energie ist langsam, in manchen Fällen wegen einer geografischen Distanz. Deswegen Internet, die Verbindung. Aber ich sehe hier eine neue Person, eine neue Situation. Es gibt hier ein Geschenk. Eine Person möchte dir ein Geschenk machen. Die Zweifel sind da, Krebs. Also die Zweifel kommen in manchen Fällen wegen diese zwei Situationen, zwei verschiedene Situationen. Zweifel sind da, aber schau mal, die Karte der Sterne. Okay. Krebs, wenn das für dich hier Arbeit ist, wenn das, diesen Ritter der Münzen und zwei der Münzen, wenn das hier Arbeit für dich ist, es gibt hier eine neue Situation, die sehr gute Vorzeichen zeigt. In manchen Fällen rede ich wirklich für Menschen, die berühmt sind. In manchen Fällen bist du wirklich berühmt. Ja, eine Person, die bekannt ist. Genau. Denn wie gesagt, es gibt hier sehr gute Vorzeichen, ja, für dich. Finanziell gesehen nämlich auch. Es gibt hier sehr viel Stabilität und sehr viel Balance, sehe ich hier. Klarheit wirst du haben, wenn du eine Entscheidung treffen musst. Diese Klarheit wirst du schon haben. Also, da brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Die Klarheit wirst du haben. Aber ich sehe schon hier eine interessante Energie. Eine sehr hübsche Person sehe ich hier aber auch, Herr Krebs. Eine sehr hübsche Person und ich denke, es gibt hier auch eine starke Anziehung für eine Person. Die Nummer 3 zeigt sich bei dir. Auf den Würfeln, ja, die Nummer 3. Ja. Schau mal jetzt, Krebs. Von diesem Deck kam für dich nämlich die Karte der Wunder. Wunder. Also in deiner Beziehung steht eine Veränderung an. In deiner Beziehung steht eine Veränderung an. Die Karte der Wunder. Und diese Karte spricht sehr viel für die Karte der Sterne. Es gibt hier ein Gefühl von einem Wunder, tatsächlich, einem Wunder. Also Wünsche, die auch in Erfüllung kommen. Das ist hier ein Wunder, tatsächlich. Ja, interessant. Und hinter dem Deck kam nämlich, dein Hilferuf ist schon angekommen. Dein Gebet wird erhört werden. Ja, ich denke nochmals, wir haben hier eine geografische Distanz. Und schau mal, von unserem schamanischen Seelenorakel kam für dich der Fluss. Diese Karte wiederholt sich heute. Und ich denke, das war bei Sternzeichen Stier, nämlich auch. Wir reden hier über Wasserelement, ja? Wasserelement ist bei dir stark präsent, Krebs, ja? Wie du, Sternzeichen Krebs, Skorpion, Fische, sehr sogar, Wasserelement. Und ja, also mit dem Strom schwimmen ist die Empfehlung, ja. Einfach fließen und vertrauen. Es ist eine interessante Energie. Augenblick, Krebs. Wow, qué fuerte. Wow. Vier der Münzen nochmals. Ich sehe bei dir eine bestimmte Komfortzone gibt es hier. Eine bestimmte Komfortzone ist hier. Schau mal, für den neunten Stäbe kam 10 der Münzen und die Karte die Herrscherin.
Ich denke, eine Person hier ist in einer Beziehung, ne? Jemand ist hier in einer Beziehung. Das weißt du ja. Ja, deswegen diese neunte Stäbe. Du weißt ja, dass du mit einer Person zu tun hast. In manchen Fällen kennst du die Person durch die Arbeit, könnte möglich sein, muss nicht unbedingt sein. Und diese Person ist in einer Beziehung. Die Person kennst du jetzt schon sehr lang. Es gibt hier in manchen Fällen für eine Gruppe eine rote Fahne hier zu spüren. So ungefähr, sei vorsichtig mit einer bestimmten Person, die du natürlich schon sehr lang kennst, die immer wieder kommt, also sich immer wieder ab und zu sporadisch sich bei dir meldet. Diese Person ist immer noch in einer Beziehung. Und von da aus sei vorsichtig mit dieser Energie, weil die Person oder diese Situation blockiert deine Energie für was Neues. Ja, deswegen zeigt sich bei dir, Krebs, die Energie so langsam. Die Energie ist hier doch langsamer. Und ich denke, das hat mit der Energie zu tun, mit der Person zu tun, mit der wir uns. Die Energie zeigt sich langsam, aber nochmals die Karte der Sterne in der Mitte. Es gibt hier eine Bestimmung und eine Veränderung. Einen Wunder, Krebs. Es gibt hier einen Wunder. Einen Wunder. So zeige ich dir das, ja? Es gibt hier einen Wunder. Entschuldigung, ich habe ein bisschen Allergie. Ja. Also, Krebs, ja, die Energie zeigt sich langsam, denn in manchen Fällen sehe ich diese geografische Distanz bei dir. Eine Person, die du über Internet kennst und die Kommunikation ist mehr über Internet. Aber die Energie zeigt sich wirklich langsam. In manchen Fällen eine Person, die auch sehr viel arbeitet, ja, sehr viel den Fokus auf die Arbeit hat. Also, aber es gibt hier eine Person, die sehr viel Stabilität zeigt. Das muss ich schon sagen. Sehr viel Stabilität zeigt sogar. Die Zweifel sind hier, zumindest in dieser Energie bei dir zu sehen. Die Zweifel sind ja da. Und ich denke, wir reden über eine Vergangenheit, natürlich. Ich meine, ich bilde mir ja nichts ein. Ja? So ist es nämlich. Aber wie gesagt, diese Synchronisierung, Krebs, diese Synchronisierung hier finde ich einfach wunderschön. Ja? Es gibt hier einen Wunder. Beide Karten synchronisieren sich. Beide Karten synchronisieren sich. Ja. Ich habe dir vorher gesagt, ich sehe diese Nachricht hier und in manchen Fällen, wie gesagt, auch eine Reise ist hier zu sehen. Ja. Genau, also Krebs, das ist, was ich hier spüre. Ich sehe natürlich diese starke Anziehung hier, sehr stark sogar bei dir zu spüren, für eine Person. Aber ja, ich sehe hier eine viel Stabilität. Ich kann es dir nicht nochmals sagen. Also, das Gefühl hier ist, also diese Komfortzone ist hier sehr präsent. Diese Komfortzone, dieses Gefühl von finanzieller Stabilität ist hier zu spüren.
Entweder spricht das wirklich direkt für dich oder für eine Person, die du kennst halt. Ja. Entschuldigung, also Krebs, Entschuldigung, meine Pause. Ich meine, deine Energie ist halt interessant, ja, mit dieser Karte der Sterne in der Mitte. Aber ja, natürlich zeigt sich langsam, ja, ich kann es nicht ändern. Das ist die Sache hier, dass man mehrere Karten hat, mit Zeit verbunden ist. Das gleiche hatte bei Sternzeichen Jungfrau, glaube ich, Jungfrau und Stier nämlich auch. Ja. Aber die Energie ist halt so. Ich kann es nicht ändern. Ja, also Krebs, Entschuldigung, ja, meine Pause. Auf jeden Fall, die Karte der Sterne, wie du siehst, deutet auf Kommunikation über Internet. Und die Nachricht ist hier auch zu sehen mit dieser Puppe der Kirche. Und ja, diese geografische Distanz irgendwie, deswegen die Reise. Aber ich sehe hier eine Dualität. Eine Entscheidung sieht man hier. Und das muss ich dir schon sagen, man sieht hier schon eine Entscheidung. Ja, man sieht hier schon eine Entscheidung und was ich denke ist, es ist eine familiäre Situation hier. Eine klare familiäre Situation gibt es hier. Ja, eine klare familiäre Situation gibt es hier. Und die Situationen sind alle sehr verschieden, ja. Also, Krebs, ich danke dir für deine Likes, für deine Abos. Dankeschön und bis bald, ja. Tschüss.